Heute stelle ich Ihnen eine ganz außergewöhnliche Pflanzenfamilie vor, die Familie der Wolfsmilchgewächse bzw. der Euphorbiaceae. Diese Familie ist weltweit mit sehr vielen Gattungen vertreten und viele Pflanzen werden auch als Nutzpflanzen kultiviert. Bei uns in Mitteleuropa gibt es nur zwei Gattungen in dieser Familie. Zunächst gebe ich Ihnen einen Einblick in die Nutzpflanzen der Euphorbiaceae. Eine ganz wichtige Nutzpflanze ist das Maniok oder Maniok esculenta auf Lateinisch. Es stammt ursprünglich aus Südamerika, wird heutzutage aber überall in tropischen Gebieten angebaut. Maniok ist wie alle Euphorbiaceen unverarbeitet sehr, sehr giftig. Es enthält einen Milchsaft und dieser enthält cyanogene Glykoside. Das im Milchsaft enthaltene cyanogene Glykosid heißt Linamarin. Dieses Linamarin ist in der Vakuole gespeichert und so noch nicht giftig. Wird die Pflanze aber verletzt durch Anknabbern oder eben durch Menschen, die die Pflanze ernten, kommt das Linamarin mit dem Enzym Linamarase in Verbindung. Und als Abbauprodukt entsteht unter anderem Blausäure. Das ist nicht nur für Tiere giftig, sondern auch für Menschen. Geerntet wird von der Pflanze, wie Sie hier sehen, die Wurzelknollen, die durchaus sehr opulent werden können und 2 bis 5 Kilogramm schwer werden können. Und gewonnen wird daraus die Stärke. Um die Pflanze zu entgiften, muss sie sehr fein gemahlen werden, fermentiert und erhitzt. Also es ist ein aufwendiger Prozess. Aber dieses Stärkemehl, Tapioca genannt, ist dann ein Grundnahrungsmittel für viele Menschen in tropischen Regionen. Ein weiterer Vertreter der Euphorbiaceae ist der Wunderbaum oder Ricinus communis oder auch Ricinus genannt. Der Wunderbaum kommt ursprünglich aus Afrika. Und vielleicht kennen Sie alle das Rizinusöl. Früher hat man das noch häufiger verwendet als eben wunderbar wirksames abführendes Öl. Hier sieht man die Samen dieses Baumes und Sie erkennen schon die Form einer Zecke. Rizinus ist das lateinische Begriff für kleines Tier, Zecke oder Laus oder was auch immer. Das ist sicher auf die Form der Samen zurückzuführen. Die Pflanze wird auch bei uns als Gartenpflanze kultiviert, ist hier aber in der Regel einjährig. In den Tropen kann sie durchaus mehrjährig sein und bis zu 5 Meter hoch werden. Der Wunderbaum hat in letzter Zeit immer wieder in den Medien von sich reden gemacht, weil in dem Endosperm der Samen das Rizin ist, welches extrem giftig ist. Dieses Gift wurde als Kriegswaffe entdeckt, da es eben flüchtig ist und auf die Atemwege wirkt. Und es wurden Sprengköpfe damit besetzt. Damit wurde auch schon im Zweiten Weltkrieg geforscht. Aber in neuester Zeit wird es immer wieder produziert von Al-Qaida-Mitgliedern bzw. auch von radikalen Islamisten, die das Gift isolieren und die Anleitung finden Sie dazu im Internet. Tja, wie kann das angehen, dass man das Rizinusöl medizinisch verwenden kann und dabei nicht am Rizin stirbt? Das liegt daran, dass das Rizin nicht öllöslich ist und bei der Herstellung des Öls rausgewaschen wird. Einen weiteren Vertreter der Euphorbiaceae möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Das ist eine Pflanze, die Sie wahrscheinlich kennen, die an Weihnachten immer gerne verschenkt wird. Das ist der sogenannte Weihnachtsstern. Euphorbia pulcherrima. Der Weihnachtsstern hat nicht rote Blütenblätter oder Kronblätter, sondern das sind Hochblätter, sogenannte Brakteen, die hier so wunderschön rot gefärbt sind. Hier sieht man auch schon die Blüte des Weihnachtssterns, eine typische Euphorbiazeenblüte. Darauf gehe ich später nochmal ein. Euphorbiazeen sind extrem vielgestaltig. Manche von ihnen haben einen kakteenähnlichen Wuchs, so wie dieser hier. Das ist der Bleistiftstrauch aus Afrika, Euphorbia tirucalli. Die Milch dieses Strauches ist extrem giftig, aber man hat festgestellt, dass es nur ein paar Arbeitsschritte braucht, um eine benzinähnliche Substanz aus dieser Milch herzustellen. Es ist also ein sehr vielversprechender Strauch, um daraus Benzin herzustellen. Das ist insofern besonders interessant, da dieser Strauch in der Trockensavanne wächst,
wo eben sonst keine Nutzpflanzen angebaut werden. Das heißt, er nimmt keine Konkurrenzfläche ein. Bei uns sind nur zwei Gattungen der Euphorbiazeen heimisch, die recht unscheinbar sind. Zum einen möchte ich hier die Gattung Mercurialis vorstellen. Hier ist Mercurialis paennis, das Waldbingelkraut, abgebildet. Sie sehen schon, es ist wirklich ziemlich unscheinbar. Das hier ist übrigens die Blüte. Sie ist eine dioözische Pflanze mit männlichen und weiblichen Exemplaren. Dabei ist das hier die männliche Blüte einer Pflanze und hier die weibliche Blüte eines weiblichen Exemplars. Der Name Mercurialis lässt sich zurückführen auf Mercurium und das ist ein Begriff für Quecksilber. Das liegt daran, dass die Pflanze, wenn sie gepresst wird, sich blauschwarz verfärbt. Oder auch ist es so, wenn Kühe viel von dieser Pflanze fressen, die Milch blau wird. Und man hat früher versucht, aus dieser Pflanze Quecksilber zu gewinnen, denn aus Quecksilber, so hat man sich versprochen, kann man schließlich auch Gold herstellen. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Gattung Euphorbia und innerhalb dieser Gattung wollen wir die Zypressenwolfsmilch Euphorbia cyparissias vorstellen. Die Zypressenwolfsmilch heißt so, weil sie so nadelförmige Blätter hat und daran ist sie eigentlich auch schon ganz leicht zu erkennen. Sie wächst an extrem trockenen und sonnenbeschienenen Standorten, gibt es in Karlsruhe aber relativ häufig auf allen Wiesen, die nicht so häufig gemäht werden und stark sonnenbeschienen sind. Der Blütenstand ist ein sogenanntes Pleochasium. Das ist wieder ein zymöser Blütenstand, wie wir es auch schon ein paar Mal hatten, mit einer Endblüte hier, die aber hier solche Truckdolden nochmal bildet. Im Gegensatz zu Mercurialis tritt hier beim Pflücken der Pflanze dieser typische Milchsaft aus, der dieser Familie auch den Namen gibt. Die Milchsaft ist giftig und reizt auch die Haut, wenn man damit unvorsichtig umgeht. Der einzige Falter, der damit klarkommt, beziehungsweise eher dessen Raupen, ist eben dieser Wolfsmilchschwärmer und der ernährt sich, beziehungsweise dessen Raupen, von den Wolfsmilchgewächsen. Der Clou dabei ist, dass die Raupen dann so giftig werden, dass sie eben nicht mehr von den Vögeln gefressen werden. Oftmals sieht man solche Gebilde. Man könnte im ersten Augenblick vielleicht denken, es ist ein Farn, aber dem ist nicht so. Das ist auch eine Euphorbia cyparissias, die eben mit diesem Pilz Uromyces pilzi, mit dem Erbsenrostpilz befallen ist und dann bildet die Pflanze eben so einen ganz anderen Wuchs aus. Wenn wir Euphorbiazeen bestimmen wollen, dürfen wir nicht ganz vorne im Schlüssel einsteigen. Der Grund ist folgender. Sie sehen, hier ist die Blüte von Euphorbiazeen. Es ist ganz schwer, die genau zu definieren. Wo sind hier die Staubblätter? Wo sind hier die Kronblätter? Was ist hier was? Hier möchte ich genauer darauf eingehen, damit Sie Euphorbiazeen eben gar nicht erst ganz von vorne bestimmen müssen, sondern direkt bei der Familie einsteigen. Die gesamte Blüte von den Euphorbiazeen nennt sich Cyathium. Und sie besteht eben hier aus diesem einen Fruchtknoten, das ist die komplette weibliche Blüte, aus männlichen Blüten, die einfach je aus einem Staubblatt bestehen, einem Hüllbecher, der das Ganze schützt, wie so eine Art Kelch, und eben die Hochblätter, die wir auch schon beim Weihnachtsstern als Brakteen kennengelernt haben, die das Ganze hier auch noch umgibt. Das Auffälligste an diesem Blütenstand sind die halbmondförmigen Nektarblätter. Das ist das hier, die eben auch Insekten anlocken, vornehmlich Schwebfliegen. Das können bis zu 20 verschiedene Arten sein, die sich daran verköstigen. Diese Nektarblätter sind je Art sehr charakteristisch und sind wichtig für die Bestimmung. In diesem Fall haben wir also die zypressenähnlichen Blätter und dann eben dieser Fruchtknoten, der so winzig kleine Warzen noch hat und die halbmondförmigen Nektarblätter oder Drüsen, wie sie auch im Bestimmungsbuch benannt werden. Und damit kommen sie dann im Rotmaler auch schon zur richtigen Art, Euphorbia cyparissia.
Es gibt zwar nur zwei Gattungen dieser Familie hier in Mitteleuropa, aber immerhin doch 20 Arten. Damit Sie die Unterscheidungsmerkmale verstehen und kennenlernen, stelle ich hier noch drei weitere Arten kurz vor, damit Sie erkennen, worauf Sie beim Bestimmen achten müssen. Das hier ist die Gartenwolfsmilch Euphorbia peplus. Die kommt hier in Karlsruhe durchaus auch relativ häufig vor, zum Teil sogar mitten in der Stadt. Sie wächst auch wie Euphorbia cypariceus an Ruderalstandorten, durchaus auch mal in engen Mauerritzen und wo es sehr sonnig ist. Das Bestimmungsmerkmal, das hier wichtig ist, ist die weibliche Blüte. Und Sie sehen, dieser Fruchtknoten trägt hier sechs längliche Leisten. Hier kann man das auch sehen. Und da können Sie dann eindeutig sagen, das ist eben die Gartenwolfsmilch. Eine weitere Wolfsmilch ist eine Art, die eigentlich nur im Süden von Deutschland vorkommt, sonst eher im Mittelmeerraum, ist die mandelblättrige Wolfsmilch. Sie wächst in kalkhaltigen Buchenwäldern. Aber sie ist eben sehr schön daran zu erkennen, weil sie verwachsene Hochblätter hat. Und das ist wirklich einzigartig. Das heißt, daran kann man diese Wolfsmilchart sofort erkennen. Eine weitere Wolfsmilchart, die hier auch vorkommt, auch zum Beispiel im Kraichgau und auch auf Ruderalstandorten, wo es sehr sonnig ist, ist die Sonnenwend-Wolfsmilch, Euphorbia helioscopia. Sie ist, wie der Name heißt, und wendet sich mit dem Blütenstand der Sonne zu. Hier sehen Sie, dass jetzt die Nektardrüsen ganz anders geformt sind, also nicht mehr halbmondförmig, sondern eben rund. Und genau das ist nämlich auch ein wichtiges Bestimmungsmerkmal. Das heißt, Sie sehen, um Euphorbia 10 genau zu bestimmen, müssen Sie unbedingt eine gute Lupe verwenden und sich zulegen notfalls. Das ist in dem Fall wirklich ganz wichtig und das wird auch für die zukünftigen Bestimmungsübungskurse wichtig sein.